Ja, lol. Wie crazy ist das denn? Kann ich hier noch tauchen jetzt? Wahrscheinlich nicht. Und ich guck mal eben nach, ob ich auch ja kein Geheimnis übersehen habe. Moment. Okay, nee, passt alles. Wir haben nichts übersehen bis jetzt. Nun. Hier liegt uns die Munition. Also wir kommen nochmal zum Heiligen See. Warum? Keine Ahnung, aber wir kommen da nochmal hin. Weil ja, da liegt noch ein Geheimnis. Aber da müssen wir uns keinerlei Sorgen machen. Gut, hier sehe ich jetzt erstmal nichts mehr, aber hier geht es weiter. Und es geht hier hoch. Na. So. Hinter mir geht's auch noch weiter. Sorry für den kurzen Schnitt, da waren Hintergrundgeräusche. Und wow, wo sind wir? Tempel von Karnak, oder? Ja, immer noch, natürlich. Wo auch sonst. Aber aus irgendeinem Grund habe ich es nicht erwartet, dass das Level so noch weitergeht. Beziehungsweise, das ist jetzt eine interessante Frage, wie sie es gelöst haben technisch. Wobei, nein, es müsste wirklich noch der gleiche Level sein. Also es müsste wirklich noch der Tempel von Karnak sein. Weil man könnte jetzt noch die Geheimnisse holen. Von gerade eben. Ich habe nämlich überlegt, ob sie einfach nochmal ein Level gemacht haben, das Tempel von Karnak heißt. Aber halt nicht das gleiche Level ist. Und okay, das hätte ich wahrscheinlich gleich am Anfang dieser Aufnahme sagen sollen. Also am Anfang vom Tempel von Karnak. Aber ja, das hier ist jetzt das erste Mal, wo Tomb Raider 4 so open-worldiger wird. Und man sich mehr oder weniger frei über mehrere Areale hinweg bewegen kann. Deswegen ist mir der Schaden gerade auch ein bisschen egal, weil jedes Mal, wenn wir das Areal wechseln, werden wir nochmal geheilt. Das heißt, wir haben hier jetzt erstmal, ich will nicht sagen unendlich viel Leben, aber sehr viel Leben. Beziehungsweise wir bekommen ständig Leben. So, Schrotflintenmunition. Hier geht's unten entlang. Ich glaube, da geht's dann aber weiter für uns. Da oben war noch irgendwas. Ich habe es mir noch nicht genau angeschaut. Angeschaut? Angesehen? Geht beides? Okay, da können wir noch nicht ran. An den Seraphen. Ich weiß, es ist nicht der Seraph. Aber er sieht so aus. So. Okay, ein Knopf. Und es schmelzen die Gitter. Wieso schmelzen Gitter in diesem Spiel? Das ist komisch. So, hier habe ich nichts übersehen. Nein. Na dann wollen wir mal aufheben, was auch immer die geschmolzenen Gitter bewacht haben. So. Und es war oder ist ein Schlüssel. Okay, und die Tomb Raider Titelmelodie. Okay, nein, aber was war das jetzt? Der Hypostyle Schlüssel. Nicht Hypostyle? Hypostyle? Okay. Sonnenkönigin. Gut, wir haben einfach mal eine Sonnenkönigin dabei. Warum nicht? Kann man mal bringen. Oh, das heißt, ich habe eine Idee. Aber gut. Wo war jetzt dieses Schlüsselloch? Oder beziehungsweise dieser Knopf, den ich nicht drücken konnte. Da war irgendwas. Ah, da war eine Hypostyle-Halle. Ja, ich erinnere mich wieder. Dann sehen wir uns dort gleich wieder. Das wird jetzt eine lange Reise. Wow! Okay, das sind nur Wolf und Croys Leute. Pff,
Aber was hat er so komische Geräusche gemacht noch? Das klang nicht nur wie von Croys Leute. Wow. Und da wäre ich tot. Aber wieso machen diese komischen Echos? So, ich habe nochmal schadenfrei hier hingespielt. Scheinbar haben wir noch nicht so viel Leben, wie ich dachte. Wow. Komm schon, trau dich her. Nein? Wow. Okay, doch. Du traust dich her. Das ist gut von dir. Denn sobald die mal Nahkämpfer sind, haben die nur noch ihr Schwert. Und dann sind sie keine Fernkämpfer mehr, glaube ich. So, fallen lassen tut aber von euch keiner was, ne? Nee. Außerdem sagen sie mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Von daher bin ich ihnen gar nicht mal so böse, dass sie existieren. So. Ich schneide dann mal bis zu dem Ort, wo ich hin wollte. Never mind. Dachte ich etwa, ich werde in Ruhe gelassen jetzt. Und ich weiß immer noch nicht, warum es diese Wassergeräusche macht. Es hört sich mir nach irgendeinem Bug an, aber ich kann ihn mir nicht ganz erklären. Vielleicht, weil wir auf Wasser laufen können jetzt oder so. Keine Ahnung. Also, auf diesem einen Gewässer jedenfalls. Der hat, glaube ich, nichts fallen lassen. Nö. Von denen lässt keiner was fallen. Irgendwie. Leider. Oh nein. Ich höre doch schon wieder Skorpione. Egal. Ja, dich habe ich gesehen. Ich verstehe immer noch nicht die Geräusche. Die irritieren mich gerade super. Also, sorry, falls ich da mich ein bisschen wiederhole und so. Und falls das euch nervt, aber es irritiert mich einfach zu sehr. Okay, hier wird sich wahrscheinlich auch das ein oder andere, ouch, geändert haben. Nehme ich mal an. Würde mich wundern, wenn nicht, jedenfalls. Oh, cool. Werden erstmal Ninja auf uns losgeschickt. Also, nicht dieser komische Typ, der Fortnite spielt, sondern andere Ninja. Achso, stimmt, die wehren mit ihren komischen Bewegungen da jeden Schuss ab. Muss ich einfach hinter dich? Vielleicht? Ich weiß nicht, ob das die Lösung war. Gut, Uzi-Munition. Du lässt wenigstens was fallen, obwohl du auch nicht mal eine Schusswaffe hast. Interessant. Uah, noch so einer. Ich glaube, die machen ordentlich Schaden, wenn man sie an sich ranlässt oder so. Aber wir machen ihnen auch ordentlich Schaden. Die sind mega bescheuert zu besiegen. Holy shit. Komme ich ja wirklich mal in die Belegung, einfach die Schrotflinte auszupacken, ey. In die Verlegenheit. Das wollte ich sagen, nicht in die Überlegung. Ich komme jetzt in die Überlegung. So, aber jetzt. Wobei, da werden doch locker noch 10 Milliarden andere. Ja, natürlich. So, du machst wieder deine smoothen Bewegung. Ach, von hinter mir kommen sie jetzt auch schon. Ja, natürlich. Ich kann mich noch nicht mal darauf verlassen, dass hinter mir reine Luft ist. Wo bin ich denn hier im Battlefield? Das ist einer der Dinge, die mich an Battlefield stören. Beziehungsweise, das ist nicht das Problem von dem Spiel speziell, sondern halt einfach von Online-Multiplayer-Shootern. Dass man immer die Möglichkeit hat, dass jemand hinter einem spawnt. Und sofern man nicht irgendwie ein 360-Grad-Blickfeld hat, wird man das halt auch nicht bemerken dann. Du bist ätzend, Junge! Meine Fresse. Darf das denn wahr sein? So. Wo
mich jetzt lang. Warte mal, hier komme ich her. Ja, ja, hier komme ich her. Was auch immer ich mir dabei gedacht habe. Ich muss ja hier hin. Ich hätte auch einfach rüberspringen können. Aber nein, die hätten ja was fallen lassen können. Aber nein, das haben sie ja nicht getan. So, und jetzt ist halt die Sache, da muss ich... Okay, ich speichere lieber. Da muss ich den Schlüssel wahrscheinlich einsetzen. Ach, ich probiere es lieber erstmal aus. Nicht, dass das überhaupt nicht der Fall ist und ich dann, keine Ahnung, später verwirrt bin oder so. Aber ich müsste nochmal zum Heiligen See. Und dahin werde ich dann aber schneiden. So, einmal hier rüber. Hier hoch. Und hier müsste jetzt dieser Schlüssel rein, ja. Heißt ja nicht umsonst wie das Level. Okay. Ich weiß schon mal, wo ich jetzt noch nicht hingehe. Das heißt, wir sehen uns dann gleich am Heiligen See. Okay, Leute, da wo ich dachte, dass ich für das Geheimnis hin muss, muss ich zwar hin, aber noch nicht jetzt. Deswegen machen wir nächste Folge dann hinter dieser Türe weiter. Aber halt erst nächste Folge, denn das war's für diese. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und seid nächste wieder dabei. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, Leute, haut rein. Euer Anonymous.